Hallo zusammen. Aus den Memoiren von Giacomo Casanova über seinen Aufenthalt in Brühl im Jahr 1760. Das Frühstück war auf 1 Uhr festgesetzt. Es waren 24 Gedecke und obgleich ich nur 18 Personen eingeladen hatte, waren alle Plätze besetzt. Mit den Austern waren wir erst bei der 20. Flasche Champagner zu Ende, sodass, als das eigentliche Frühstück begann, die ganze Gesellschaft schon durcheinander redete. Obwohl es nur ein Imbiss war, hätte es für das köstlichste Diner gelten können. Mit großem Vergnügen bemerkte ich, dass kein Tropfen Wasser getrunken wurde. Vor dem Nachtisch wurde eine riesige Schüssel mit Trüffeln als Ragout zubereitet aufgetragen. Ich riet, Maraschino dazu zu nehmen, und die Damen, denen er schmeckte, tranken ihn wie Wasser. Der Nachtisch war tatsächlich wundervoll. Man sah die Bildnisse aller europäischen Herrscher in Zuckerguss. Mit diesem Auszug aus den Memoiren von Casanova begrüße ich euch ganz herzlich zur 9. Sendung Lust auf Literatur. Unschwer zu erkennen, heute zum Thema Literatur und Gastronomie, also Literatur geht durch den Magen. Passend sind wir heute zu Gast im Ristorante Fellini in Leverkusen und wir werden gleich noch im Gespräch mit Silvio Scissamolo, den Inhaber dieses Restaurants, hören, Roberto Mancuso, der uns freundlicherweise eingeladen hat und der ein bisschen über das gastronomische Konzept des Restaurants erzählen wird und natürlich, warum es ausgerechnet Fellini heißt, denn das ist ja eigentlich ein Regisseur. Außerdem im Team wie immer Michael Kratzer an der Technik, Silvio Scissamolo am Ton, Marie van Veen trefft ihr im Chat an und dann seht ihr nachher hier noch Regina Schleheck und Andreas Miller hat die Sendung mit redaktionell vorbereitet. Unsere Gäste heute Abend sind zum einen Carsten Henn, der im Moment die Bestsellerlisten stürmt mit seinem Buch Der Geschichtenbäcker. Das ist aber natürlich nicht sein erstes Buch. Er hat in der Vergangenheit unter anderem auch gastronomische Krimis geschrieben mit so schönen Titeln wie Der Gin des Lebens oder Tod und Trüffel. Den meisten wird er bekannt sein als Kolumnist im Kölner Stadtanzeiger, im Bonner Generalanzeiger mit Beiträgen unter anderem auch in der Welt am Sonntag und der Süddeutschen, alle zum Thema Gastronomie. Außerdem zu Gast, gleich mit mir im Gespräch, der Gastrosoph Nikolai Wojtko. Auch er schreibt Beiträge in gastronomischen Zeitungen, aber natürlich auch in seinem Blog, über kulturphilosophische Fragen rund um das Kochen und das Essen. Carsten und Nick haben auch ein gemeinsames Buch geschrieben, was man auch hier schon auf dem Tisch bewundern kann, über den Spitzenkoch Jean-Marie de Maine und seinen Entwurf einer besonderen gastronomischen Küche rund um Kräuter und besondere Zutaten. Ja, ich habe die Sendung begonnen mit einem Zitat von Giacomo Casanova. Es gibt einen kulturphilosophischen Gedankengang, der sagt, dass eigentlich das, was wir unter der modernen Kulinarik und auch unter der modernen Restaurant-Etikette verstehen, eigentlich erst so mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert begann, genauer gesagt mit der Französischen Revolution. Der Grund dafür, den kann man sich fast denken, wie er am Anfang gehört hat, bis dahin war das gehobene Essen, die opulente Tafel und natürlich die erlesenen Zutaten eine Sache, die den Adelshäusern, den Fürstenhäusern vorbehalten war. Und die beschäftigten einen riesigen Stab an besonderem Personal. Das waren nicht nur Köche, das waren Sommeliers, das waren Sauciers, das waren Zuckerbäcker. Da gab es wirklich für jede Zutat einen eigenen Spezialisten. Wer sich dafür interessiert, den kann ich wärmstens empfehlen, die Reihe Der Riss im Himmel, das war eine Ausstellung über den Kurfürsten Clemens August, der in Brühl geherrscht hat, zu Casanovas Zeiten. Und es gibt einen eigenen Band, der sich nur mit der Versorgung bei Hofe beschäftigt. Nun wissen wir alle, mit der Französischen Revolution gingen die Adelshaushalte zumindest in Frankreich unter. Die Adligen mussten fliehen oder wurden zum Teil hingerichtet. Und nun standen alle diese versierten Köche da und hatten keine Arbeit mehr. Und es heißt, naja, die haben sich dann gedacht, wie können wir überleben? Wir machen Restaurants auf.
Natürlich gab es vorher schon Gasthöfe und Garküchen, aber das, was wir heute unter Haute Cuisine verstehen und immer noch mit Frankreich verbinden, sei damals eben überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen. Nun habe ich hier zwei versierte Menschen sitzen, die mir sagen können, ob das ein kulturhistorischer Mythos ist oder ob da tatsächlich was dran ist. Ist es tatsächlich so gewesen? Nick, Carsten, ja. Das ist wirklich so gewesen, aber es ist kein Mythos. Und es gibt auch einen Literaten, der quasi Chronist dieser Entwicklung war. Das ist Honoré de Balzac, der quasi dieses Aufkommen des Restaurantwesens beschrieben hat in seinem Roman, in der Comédie Humaine. Und er hat etwas festgestellt dabei. Zum Restaurantwesen zählt nicht nur die Köche, sondern das Restaurantwesen hat sich spezifisch ausgebildet, erst in Paris und dann von Paris ausgehend über ganz Frankreich. Hat da so viel Erfolg gehabt, dass es dann von Frankreich aus nach Europa gekommen ist und dann quasi die westlich orientierte Welt quasi geprägt hat. Wichtig war neben den Köchen noch eine Sache, das war der Zug, die Eisenbahn. Die war nämlich nötig, um quasi all die Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen Frankreichs frisch nach Paris zu bringen. Erst durch die Eisenbahn konnte frischer Fisch vom Meer nach Paris gebracht werden. Und da gab es dann quasi eine Art Etikette. Alles, was in Paris gut befunden wurde, setzte sich dann auch in ganz Frankreich durch, als Spezialität einer bestimmten Region. Ja, ja. Du hast mit Balzac jetzt schon einen Schriftsteller genannt. Gleich noch eine Frage an euch beide. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass man den Roman als Form, dass er seine Karriere quasi auch erst richtig begann, parallel zu dem, was wir eben gehört haben, zu den Restaurants, zu der gehobenen Küche. Ist das ein Zufall oder gibt es da einen Zusammenhang? Also ich benutze selber manchmal gerne das Bild, dass Romane schreiben ein bisschen wie Kochen ist. Man braucht die richtigen Zutaten, man braucht die richtigen Garzeiten, man muss frische Zutaten wählen. Aber das ist, wie gesagt, eher eine bildliche Spielerei. Seht ihr da einen Zusammenhang, der Roman und die Kulinarik? Frage, die ich mir noch gar nicht gestellt habe. Also ich glaube, es gibt das Verwandte des kreativen Arbeitens. Das hat man sicherlich in beiden Fällen, wobei ein Roman einfach über eine viel, viel längere Zeit natürlich erarbeitet wird, im Gegensatz zum Menü. Wobei, wenn man rezeptiert, dann dauert das ja auch teilweise sehr, sehr lange, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist. Aber wenn ich es vergleichen würde, würde ich ein Rezept eher mit Lyrik vergleichen, dass man halt wirklich auch guckt, was kann ich weglassen, was brauche ich unbedingt, was ist wirklich die Essenz des Ganzen und wirklich für alles das absolut perfekte Wort oder die perfekte Menge der Zutat findet. Und der Roman ist vielleicht eher als Entsprechung dann in der Konzeption eines ganzen großen Menüs mit sehr, sehr vielen Gängen zu sehen, wo es auch um Themen geht wie Spannungsbögen und sowas und eine Einleitung und oder ein Epilog und ein Prolog, mit dem man arbeitet, oder auch wiederkehrende Motive, das gibt es ja auch in einigen Menüs. Also da würde ich eine Verwandtschaft sehen zwischen den Genüssen, sowohl den kulinarischen wie den literarischen. Generell aus eurer Erfahrung, ganz kurz, Schriftsteller, sind das Genussmenschen, was das Essen betrifft, oder sind das eher Asketen? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, das Querbeet. Also es gibt Asketen dabei, jetzt habe ich ja gerade Balzac genannt, der hat quasi beides gemacht. Während er geschrieben hat, hat er eigentlich nur Kaffee getrunken und Nüsse gegessen und hat sich dann quasi, wenn er fertig war, er musste immer schreiben, weil er sich immer verschuldete. Und er verschuldete sich vor allen Dingen, weil er viel Geld ausgegeben hat für opulente Essen. Und das war dann quasi so, nach dem Schreiben hat er sich dann quasi belohnt und hat ganz viele Leute eingeladen und da gehörte dann auch quasi die Ausstattung des Raums noch dazu. Also er hat dann immer wieder Räume ausgestattet und dann gab es auch wirklich üppige Essen. Er hat dann auch Austern, die ja gerade schon genannt wurden, die hat er dann en gros gegessen. Also nicht ein Dutzend, sondern 12 Dutzend geordert. Das war wirklich so ausschweifend bei ihm. Ja. Ansonsten, wie gesagt, verbindet man ja Schriftsteller eher dann mit dem sehr viel Trinken und das nicht nur den kulinarischen Wein, sondern auch andere alkoholische Genüsse. Ich denke tatsächlich immer an Hemingway, der hat so dieses Bild des trinkenden Autors sehr, sehr geprägt. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob Herr Hemingway überhaupt irgendeine Zeile nüchtern geschrieben hat. Es ist durchaus denkbar, dass das bei ihm gar nicht der Fall war. Es ist bei mir auch so, dass ich immer wieder von Journalisten gefragt werde, ob ich beim Schreiben trinke. Und ich mich immer dann selber frage, ob sich das so liest, ne? Ob man denkt, dass der irgendwie gerade betrunken gewesen ist. Aber so ist es, glaube ich, nicht gemeint, sondern tatsächlich eher im Sinne der Inspiration. Ich glaube schon, dass ein Glas Wein hilft sicherlich, aber wenn ich das trinken würde, von dem ich gehört habe, dass Hemingway es getrunken hat, würde ich keine gerade
gerade Zeile hinbekommen. Also ich glaube, das ist dann schon auch eine Frage der Übung, dass das dann gelingen kann. Zu Balzac wollte ich noch sagen, weil ich war vor kurzem in Paris und war in dem Hotel abgestiegen, das Balzac mal gehört hat als Wohnhaus, das er sich relativ spät gekauft hat. Ich glaube, er hat gar nicht mehr wirklich lange drin gelebt und hatte mir vorher eine sehr, sehr schöne Zweiteiler angeguckt, wo Gérard Depardieu spielt. Und ich dachte, das ist natürlich tatsächlich die perfekte Besetzung für Balzac. Und da ging es auch genau um die Sachen wie Kaffee. Ich weiß nicht, wie viel Tassen war das? 50? 20. 20 Tassen? Unfassbare Menge. Also, ja, ich auch. Carsten, wir hören dich, wie gesagt, nachher nochmal im Gespräch mit Regina. Nick, ich würde gerne mit dir sprechen über deinen Berufsentwurf Gastrosoph. Übersetzen kann man das erstmal einfach, Gastro, Magen, du hast es uns eben nochmal kurz erläutert, Sophie, die Liebe, also kommt ja auch in der Philosophie vor, du bist auch studierter Philosoph, also die Bedeutung lässt sich relativ schnell entschlüsseln, aber wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich aus, weil ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei Spitzenköchen, dass du auf Märkte gehst und an Kräutern schnuppert und dich eben auch inspirieren lässt, aber wahrscheinlich bin ich da völlig auf dem Holzweg. Das ist eigentlich ein ganz normaler Arbeitsalltag wie bei anderen Menschen auch, also ich stehe halt quasi mit meinen Kindern auf, wenn die zur Schule müssen, ist das relativ früh, weil ich meistens vor denen aufstehen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, welche Projekte ich habe. Wenn es Kochbücher sind, dann geht es manchmal darum, dass ich wirklich auch koche, also wirklich auch Rezepte ausprobiere. Manchmal kriege ich auch Rezepte von Spitzenköchen geschickt, die ich nachkochen soll, um zu gucken, ob das funktioniert mit der Rezeptur. Weil manche Köche sind halt so mit dem Rezeptschreiben nicht so genau, weil sie das halt eher so aus der Hand heraus machen und dann halt meistens auch für größere Mengen kochen, also für viele Leute, für ein Restaurant. Und wenn sie dann gefragt werden für eine Zeitschrift, wie sieht das denn aus beim Rezept für 4 Personen? Dann ist das manchmal nicht so ganz sauber. Also muss man einfach mal gucken, wie funktioniert das. Dann geht es natürlich darum, dass man sich halt Gedanken macht. Ich komme ja quasi von Hause aus, habe ich immer schon gerne gelesen und habe gerne geschrieben und habe gerne gekocht. Das ist halt eine Mischung gewesen, die sich erst im Laufe meines beruflichen Werdegangs rausgestellt hat, als ich irgendwann an der Uni angestellt war und von mehreren Redaktionen angeschrieben wurde, ob ich nicht quasi mehr Texte schreiben kann. Sie hätten mal was von mir gelesen, irgendwie Philosophie und Kochen, das fände so gut. Und dann hat sich daraus ein Berufsbild für mich ergeben. Mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass die Verbindung sich sehr oft tatsächlich ergibt. Das ist natürlich, wenn man mit so einer Brille plötzlich Sachen liest, dass einem vieles auffällt, was man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Du sagst zum Beispiel auch, die Geschichte des Buches ist eine Geschichte des Kochbuches. Das fand ich insofern nicht ganz verwunderlich, weil wenn man so die frühesten schriftlichen Zeugnisse überhaupt nimmt, sind es ja häufig Vorratslisten, dass aufgelistet wird, wie viel Scheffel Weizen, wie viel Amphoren Öl sind noch da. Das ist ja allerdings noch so kein Kochbuch. Wir kennen aber auch natürlich Anleitungen, Tränke zu brauen, häufig ja mit magischen Hintergründen. Wo siehst du den kulturhistorischen Ursprung des Kochbuches wirklich zeitlich? Wo taucht zum ersten Mal etwas auf, von dem man sagen kann, das ist ein Kochbuch? Kulturhistorisch taucht in der Antike auf. Man streitet sich darüber, wo zuerst. Man kommt eigentlich immer wieder, dass man sagt, naja, es waren die Griechen irgendwo. Philosophiegeschichtlich könnte man sagen, das liegt bei Platon im Symposium. Also da ging es halt nicht um Kochen, sondern um Trinken. Also Philosophie war halt quasi eine Trinkangelegenheit zu der Zeit. Aber kulturgeschichtlich könnte man sagen, dass das quasi das Leben kulturell oder biologisch gesehen vom Wasser ausgeht, aber kulturell vom Kochen. Der Mensch ist das einzige Wesen, was das Feuer beherrscht und das einzige Wesen, was das Kochen beherrscht. Und wir sind erst zum Menschen geworden, also anthropologisch gesehen, durch das Kochen. Also unser Gebiss hat sich im Vergleich zu den Primaten verkleinert, wir haben eine Sprache entwickelt und wir konnten dadurch irgendwann in die Lage versetzt werden, Bücher zu schreiben und zu drucken. Und das erste gedruckte Buch, das ist ja so Gutenberg-Buchdruck, das erste Buch war die Bibel, das zweite Buch war ein Kochbuch. Und das war so erfolgreich, das hatte Auflagen, ich glaube 37 Auflagen, das ging über mehrere Jahrhunderte, das ist so erfolgreich, dass uns das erste Rezept als Kinderlied noch in Erinnerung ist. Das fängt nämlich an mit Backe, Backe, Kuchen. Ach, hast du den Titel aber noch, dieses Kochbuch, das zweite Buch? Ich habe jetzt gerade nicht präsent, ich glaube es heißt Der von Nürnberg, heißt der Koch. Mhm. Und das Kochbuch hieß einfach Kochbuch von dem zu Nürnberg. Es wurde damals immer nach den Köchen benannt und manchmal nach den Orten, wo die halt gekocht haben. Interessante ist ja, sagen wir mal, im häuslichen Bereich haben ja fast immer nur Frauen gekocht zum damaligen Zeitpunkt. Aber Kochbücher,
das war immer eine Männerdomäne, habe ich das Gefühl. Also es kam erst relativ spät, dass auch Frauen in dem Bereich schriftstellerisch auftauchten. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist richtig. Also manchmal wurde halt auch Frauen, wie zum Beispiel Adligenfrauen, wurde zugeschrieben, dass sie sehr wahrscheinlich mit ihren Köchen Kochgeschichte geschrieben haben. In Frankreich ist es aber dann im Mittelalter schon so, oder in der frühen Neuzeit ist es so, dass das halt quasi Franzosen sehr schnell gemerkt haben, die Köche, die ein Kochbuch schreiben, die machen sich einen Namen. Das sind auch immer noch die, die im kollektiven Bewusstsein in Frankreich präsent sind. Bei uns fängt ja so dieses Kochbuchschreiben eigentlich erst mit der industriellen Revolution an. Dann gibt es Henrike Davidis als erste Frau, die halt namentlich eine Kochbuchsammlung macht. Und dann kommen erst Köche dazu. Ah, ja. Die Kulturgeschichte des Kochbuches, damit könnte man noch eine ganze eigene Sendung füllen. Wenn ich jetzt mal so an meine Lebensspanne denke, wie sich das Kochbuch in meiner Wahrnehmung verändert hat, ich kenne eben Beispiele noch aus den Haushalten jetzt meiner Eltern, also so ein, zwei Generationen davor. Und da war der Fokus im Kochbuch eigentlich hauptsächlich darauf, frische Zutaten, dass man es auch bekömmlich zubereiten kann. Klar, Kühlschränke, Gefrierschränke waren damals noch nicht flächendeckend verbreitet. Und wenn ich so jetzt an die letzten 10 Jahre denke, habe ich so den Eindruck, dass Kochbücher, sagen wir mal, immer ideologischer wurden. Es geht sehr viel darum, wer überhaupt etwas, was essen will und auf welche Weise zubereitet. Siehst du diesen Trend oder siehst du einen anderen Trend im Bereich des Kochbuches so in den letzten 5, 6 Jahren? Es differenziert sich sehr stark aus. Leute interessieren sich für Kochen. Mittlerweile sind sehr viele Zutaten zu haben. Man kann das ja auch sagen wir mal, an einer relativ kurzen Zeitspanne festmachen. Vor 20 Jahren, ganz grob gesagt, fanden wir im Supermarkt noch keinen Ingwer, keine Chilis. Es gab nur eine Sorte Reis, es gab vielleicht 2 Sorten Kaffee, den mit Goldrand und den ohne. Es gab noch nicht diverse Espresso-Sorten und so weiter. Ja, also es differenziert sich im Angebot aus, es differenziert sich aber auch in den Interessen aus. Mittlerweile ist ja auch, gehört es zum Lifestyle, sich irgendwie kulinarisch zu definieren. Mhm. Also was esse ich nicht oder was esse ich besonders, worauf habe ich Lust? Und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Sachen, dass man halt Sachen ausprobiert, wie man früher halt, weiß ich nicht, Sport ausprobiert hat, verschiedene Sportarten ausprobiert hat. So probieren wir es jetzt halt im Kochen aus. Ja, wir kommen jetzt mal von dem Sachkochbuch zur Belletristik. Und mir ist aufgefallen, wenn es um das Essen in Romanen geht, gibt es eigentlich nur 2 Arten. Entweder das Essen wird überhaupt nicht erwähnt, weil man davon ausgeht, klar, wir wissen, alle Menschen müssen irgendwann essen, aber wenn das aus erzählerischer Ökonomie keine Bedeutung spielt, lässt man es weg. Und das heißt, wenn das Essen und das Kochen in einem Roman auftaucht, dann ist es auch immer mit Bedeutung aufgeladen. Fällt dir ein Buch ein oder gibt es einen Titel, wo du sagst, das ist ein Buch, wo das besonders stark miteinander verknüpft ist, wo das, was gegessen wird oder wie gegessen wird, eine sehr starke Aussage in Bezug auf das hat, was in dem Roman geschildert wird? Es gibt zum Beispiel ein Babettes Fest, wo das Essen eine ganz zentrale Rolle ist, wo quasi eine französische Köchin noch als Katholikin, als quasi Französin halt ins protestantische Norwegen kommt und dort halt quasi auf diesen Genussverzicht trifft, diesen protestantischen Genussverzicht, dass man halt denkt, also gerade im Verzicht liegt halt das Gotteswohl. Mhm. Wo es halt einen Clash der Kulturen gibt, als sie dann kocht, da dreht sich quasi alles ums Kochen. Ich denke auch in der Recherche von Marcel Proust, da spielt Essen eine wahnsinnig zentrale Rolle. Essen ist immer wieder, es wird angespielt auf Rezepte, die gerade en vogue sind. Leute essen gerne. Es geht aber auch immer wieder um Anspielung aufs alltägliche Essen. Es geht sehr oft um die gute französische Küche, also gar nicht mal die gehobene, sondern so die einfach gute, die Hausmannskost, würde man bei uns sagen. Und was die Leute quasi beim Essen erzählen oder was sie über Essen erzählen oder was sie erzählen, wenn sie Essen in der Kunst entdecken, also in anderen Büchern oder halt in Kunstwerken. Kunst, also Gemälde und Essen, das wäre auch nochmal ein ganzes Thema. Aber du hast eben schon angesprochen, die Askese und der Verzicht im Essen. Und da habe ich ein Beispiel aus der Literatur mal mitgebracht und das Buch wird vielen bekannt sein. Das ist nämlich von T.C. Boyle, Willkommen in Wellville. Das ist der Roman, den Boyle über Kellogg's geschrieben hat und über seine Ernährungsphilosophie, die nämlich auch auf dem Gedanken basierte, Essen darf nicht zu genussvoll sein, sondern sollte asketisch sein, auch um jegliches sinnliches Gefühl in sich abzutöten. Und so kam Herr Kellogg's eben auf die Idee, dass wir alle nach Möglichkeit aufbereitetes Getreide essen sollten. Und in diesem Roman geht es eben um ein Ehepaar in der Krise, auch in einer sexuellen Krise, die dann in diesem Institut von dem Herrn Kellogg's versuchen, sowohl ihre Ehe als auch ihr körperliches Wohlbefinden wieder in Ordnung zu bringen. Und ich lese euch da eine ganz kleine Textstelle draus vor.
Um 7 begrüßte ihn Schwester Blotel mit dem morgendlichen Klistier und begleitete ihn anschließend zum Speisesaal, wo er die ersten 2 Portionen Milch seiner letzten 17 Stunden Milchdiät zu sich nahm. Von hoch oben war verkündet worden, alle Zeichen standen günstig. Und Will sollte am ersten Weihnachtsfeiertag zur Traubenkur überwechseln. Die Nachricht war aufregend, großartig, eine Art irdisches Wunder. Schlag Mitternacht, zu Beginn des Tages, der dem Gedenken an die Geburt seines geistigen Erretters gewidmet war, gestattete Wills leiblicher Erretter ihm den großen Segen fester Nahrung. Trauben. Trauben in reichlicher Fülle, köstliche Trauben, heilende Trauben. Wie Will erfahren hatte, repräsentierte die Traubenkur die 3. Stufe auf der Nahrungsleiter zur vollständigen Genesung. Das Essen im Buch. Früher mal, wenn man gemeinschaftlich beim Essen saß, war das eine Schlussszene, wo man gesehen hat, alles ist wieder gut geworden. Du bist auch ein Fan von Asterix und Obelix. Jeder Comic endet mit dem großen Gastmahl der Gallier. Mir scheint, dass es so in den letzten 20 Jahren eher so geworden ist, gemeinsame Tischszenen sind eigentlich eher Signal von Krisen, was Babettes Fest schon angesprochen. Würdest du diese Einschätzung teilen? Ist das gemeinsame Essen eine Krise geworden oder ist das nach wie vor ein Moment der Gemeinschaft und des Genusses? Ich glaube, es ist nach wie vor noch ein Moment oder ein Symbol der Gemeinschaft. Die Frage ist halt, ist da drin nicht schon etwas Krisenhaftes angelegt? Also es ist, glaube ich, nicht mehr das Idyll, mit dem uns der Film verlässt, sondern eher so die weitere Frage, okay, wir wissen jetzt, was es da für Spannungen gibt, wie wird das am Tisch quasi ausgeglichen? Hält der Tisch das aus, halten die einzelnen Personen das aus? Da ist halt mehr Dynamik drin. Bei Asterix ist ja auch noch schön, es ist ja nicht nur das mal gegen Ende des Romans, wo dann alle zusammensitzen, außer dem Baden, sondern die wichtigste Figur in Asterix ist ja eigentlich der Druide. Und das ist quasi eine Art antiker Koch, der kocht halt und macht halt aus allen möglichen irgendwie Zaubertrank. Letztlich bei den Briten ja auch macht er aus Tee einen Zaubertrank und die Briten halt unverwundbar. Mhm. Wir haben jetzt über das Essen in der Belletristik, in den Büchern gesprochen. Du bist auch ein großer Filmfan, etwas, was wir teilen. Das Essen im Film, auch das noch ein Riesenthema. Auch da ist es so, dass wenn gekocht wird, das häufig so eine Aussage hat, da hat jemand einen Lebenswandelpunkt gehabt und alles wird besser. Mir fallen da so Filme ein wie Ramen Girl oder Schokolade, wo eben so ein Selbstfindungsprozess stattfindet. Wie würdest du das sehen? Ist das Kochen positiv besetzt? Immer? Hat es immer was mit Genuss? Oder ist das Essen im Vergleich dazu negativ? Oder ist das eher nur jetzt ein zufälliger Eindruck? Es ist ein bisschen, manchmal, es war ja so bei Schokolade, als das so anfing, dass man das Thema Kochen quasi als zentralen roten Faden genommen hat und alles drumherum gebaut hat, dass es erstmal immer was Sinnliches war. Das hat sich auch sehr lange gehalten. Dann ging es aber auch darum, dass halt Köche irgendwann thematisiert wurden, der Alltag von Köchen, also auch in Spielfilmen. Und dann hat es auch immer wieder was Krisenhaftes gehabt, also so eine Selbstfindung, also irgendwie klappte das mit dem Essen nicht oder es war zu blöd, zu einseitig, man braucht wieder Lust, das muss ja dann auch ins Essen transportiert werden. Es gibt einen unglaublich schönen Film, der leider gar nicht so bekannt ist, das ist Big Night von Stanley Tucci, wo er selber Regie geführt hat und wo er auch die Hauptrolle spielt. Und er spielt Secundo zusammen mit seinem Bruder Primo, also quasi wie auch die italienische Menüabfolge. Und sein Bruder ist halt italienischer Koch, beide sind aber in Amerika. Und sein Bruder möchte aber die italienische Küche in Amerika praktizieren, in Amerika der 50er Jahre. Und das funktioniert so gar nicht, weil die Amerikaner wollen halt irgendwie das, was sie kennen. Sie wollen halt eine Tomatensauce mit Fleischbällchen. Und Primo will das nicht kochen. Und das ist quasi der Konflikt. Dem Laden geht's schlecht und man möchte jetzt ein großes Fest machen, damit es nach vorne geht. Kurzum, es gibt mehrere schöne Essensszenen. Aber die schönste Essensszene der Filmgeschichte ist in diesem Film versteckt, und zwar ganz zum Schluss. Da sitzen einfach 3 verkaterte Männer in der Küche und machen ein Omelett. Und das ist so unglaublich toll. Ohne Worte, ohne Schnitt, ganz großes Kino. Da merkt man wirklich den Gastrosophen. Es ist ja immer noch schade, dass man bei den Filmen dann nicht in die Leinwand greifen kann und mal mitessen darf. Essen und Genuss, das ist ja auch mit bestimmten Zutaten verbunden. Und eine Zutat, die immer wieder nicht nur für die sehr gehobene Küche steht, weil sie in der Regel auch relativ teuer ist, sondern auch für ein besonders genussvolles Essen, das sind die Trüffel. Und ihr beide habt euch auch mit einem Koch beschäftigt, der für die gehobene Küche steht, und das ist Jean-Marie Dumain. Und ihr habt gemeinsam auch eine Biografie über ihn geschrieben, eine kulinarische Biografie. Mag einer von euch mal kurz skizzieren, was
macht das aus, dass man sagt, über diesen Menschen möchte ich schreiben? Das ist eine so besondere Küche, eine so besondere kochende Person, dass ich die nochmal vorstellen möchte in einem Buch. Ich glaube tatsächlich, dass auch bei den Köchen und Köchinnen ist es so, dass die meisten Kopisten sind. Und wenn man jemanden findet, der wirklich was Eigenständiges erarbeitet oder weiterentwickelt hat, dann ist das was sehr Seltenes. Und Jean-Marie Dumain ist einer dieser seltenen Köche. Noch dazu hat er eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte aus der Normandie, kommt nach Frankreich, also aus Frankreich kommt nach Deutschland gehend und hier eigentlich in der Diaspora kochend und dann die Wildkräuterküche neu erfindend, neu erweckend. Aber das ist nur einer der vielen Impulse, die er gegeben hat, denn auch was die Trüffeln betrifft, hat er Deutschland da wach geküsst und eigentlich auch an die eigene Trüffelhistorie erinnert, dadurch, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist eigentlich ein Koch, der deswegen auch ein kleines literarisches Denkmal verdient hat, um seine persönliche Geschichte zu erzählen, aber eben auch seine Bedeutung für die Weiterentwicklung der Küche in Deutschland. Denn auch dieses Thema Wildkräuter, das hat sich natürlich mittlerweile deutlich weiter verbreitet und es gibt auch Köche, die ihn als Vorbild nennen. Und insofern hat er die deutsche kulinarische Landschaft in einem ganz wichtigen Punkt, wie ich finde, geprägt. Ja, auf jeden Fall. Also es war zu einer Zeit, als er sich für Wildkräuter interessiert hat, da wurde er wirklich belächelt, um es ganz freundlich zu sagen. Da haben noch Leute gesagt, das ist ja Kaninchenfutter, was auf den Teller kommt, dafür zahle ich kein Geld. Und er ist aber beharrlich geblieben, das ist auch eine seiner Stärken. Er kann dann, wenn er von was überzeugt ist, kann er beharrlich bleiben. Und der Geschmack auf den Tellern hat ihm recht gegeben, aber im Endeffekt auch der Zuspruch der Gäste und dann auch anderer Köche, die sich bei ihm haben ausbilden lassen. Und er ist halt auch jemand, der begeistern kann. Also der begeistern kann für Kochkultur im weitesten Sinne. Der früh angefangen hat mit Kochkursen, mit Kochseminaren, mit Kräuterwanderungen, die sich an jedermann gerichtet haben. Also sowohl an Profis als auch an Laien, die sich einfach interessiert waren. Und er weckt Interesse mit seiner Art. Er ist halt sehr lebendig, neugierig, wirklich wie so ein kleines Kind neugierig. Ne? Ist einfach immer schön, das hat er sich behalten. Mhm. Wer seine Kochkunst erleben möchte, er hat ein Restaurant begründet in Sinzig, Vieux-Sinzig heißt es, an der Ahr. Wir haben kurz vorher noch mal gesprochen, wie haben die das Ahr-Hochwasser erlebt? Wie ist es dem Restaurant ergangen? Die sind mit dem Schrecken davon gekommen. Das Ahr-Hochwasser stand quasi bis 10 Meter vor dem Restaurant. Also an dem Restaurant ist nichts passiert. Auch die ganze Manufakturproduktion von einem Jahr, die im Keller ist, die ist unbeschadet geblieben. Also ihnen ist nichts passiert, aber sie haben jetzt quasi einem Gastronomie-Ehepaar, die halt quasi vom Hochwasser arg gebeutelt waren, die ihr ganzes Restaurant verloren haben, haben sie quasi ihr Restaurant zur Verfügung gestellt und die kochen jetzt dort. Das Vieux-Sinzig heißt noch Vieux-Sinzig, aber es ist jetzt Klebers Küche, so heißen die. Und der Jean-Marie macht halt, ist noch anwesend, macht seine Kräuterführung weiter, macht seine Manufakturprodukte weiter und kocht auch ab und zu für Gästegruppen. Mhm. Ja, wir haben noch aus dem Chat Fragen bekommen. Und zwar, das geht an dich, Nick, beziehungsweise klar, Carsten, du darfst natürlich gerne mitantworten. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Trends in der Ernährung. Findet ihr, dass Ernährung ein Trend sein sollte? Oder sind manche Phänomene nur reine Social-Media-Aufkommen? Zum Beispiel Keto, lese ich das richtig? Low-Carb-Veganismus. Ich glaube, Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht ja darum, dass man sich gesund ernährt, was immer man darunter zu verstehen hat. Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, man sollte quasi keine Produkte kaufen, die Zutaten enthält, die unsere Großeltern nicht gekannt haben. Man sollte sich nach Möglichkeit frisch ernähren, öfter auch selber kochen, keine industriell verarbeiteten Produkte zu sich nehmen in größerem Maße. Und alles andere ist dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Da muss man sich halt auch selber finden. Also möchte man vegetarisch leben, möchte man vegan leben, möchte man irgendwie anders irgendwie mit seiner Nahrung umgehen. Das ist dann quasi ein Spielfeld. Ich finde ja am Ende, es soll auf jeden Fall schmecken. Mhm. Genau. Und das, also ich glaube, es ist, also viel ist heute auch Distinktionsgewinn. So viel man früher Bands hatte und dadurch konnte man zeigen, wer man ist, ist es heute dadurch, was man auf dem Teller hat. Und was früher vielleicht das Auto war, ist heute der teure Gasgrill, den man hat, oder die teure Küche. Also da ist auch ganz, ganz viel in diesem Bereich, was dahinter steckt und wie viel da wirklich gekocht und gegrillt wird, ist mal eine andere Frage. Aber ich glaube, sich mit Essen auseinanderzusetzen, ist immer ein Gewinn, weil es prägt uns so sehr, was wir essen. Wir machen das so oft,
und wir machen es manchmal eben auch nicht bewusst und das ist ein Fehler. Und ich glaube, wenn man sich auch mit Themen wie Keto-Diät und sowas auseinandersetzt, dann fängt man an, drüber nachzudenken, was esse ich eigentlich, wo kommt das eigentlich her. Ich finde aber immer eigentlich, der perfekte Weg ist der Genuss. Also wer gerne isst, der beschäftigt sich auf eine freudvolle Art und Weise mit dem Essen. Und vielleicht, das ist, finde ich, viel, viel besser als über Verbote. Du darfst das nicht essen und das nicht essen. Dann achtet man nämlich nicht mehr auf seinen Geschmack. Dann geht es nur darum, dass man irgendwelchen Vorschriften entspricht. Und das ist, glaube ich, nicht nachhaltig. Aber über Genuss geht es eben. Also die Frage kommt immer, wo kommt das eigentlich her? Wie wird das Ganze hergestellt? Und wir merken auch jetzt diese ganze Thematik von wegen Wasserknappheit, es gibt nicht genug Getreide und dann geht es eben auch um Fragen, sollen wir weniger Fleisch essen und so. Und das führt alles wieder zurück an unserem Tisch. Die Themen sind alle da, Essen ist auch immer eine politische Tätigkeit. Insofern, ich freue mich immer, wenn es einen neuen Trend gibt, den ich selber blöd finde. Aber es wird drüber geredet, es wird drüber nachgedacht und ich glaube, das ist immer ein Erkenntnisgewinn, sich über Essen zu unterhalten. Mhm. Wir sitzen hier an einem schönen eingedeckten Tisch, zwar noch ohne Essen, aber das werden wir nach der Sendung natürlich noch entsprechend ergänzen, denn wir sind ja heute zu Gast im Ristorante Fellini. Wir haben eben schon mal ganz kurz die Filme angesprochen und wir werden jetzt in einem Einspieler eines Interviews von Silvio Schisamolo mit dem Inhaber des Fellinis hören, wie es denn dazu kam, dass dieses Restaurant diesen Namen bekommen hat und welches kulinarische Konzept dahinter steckt. Ich bedanke mich bis hierher schon mal für eure Antworten und nach dem Einspieler hört ihr dann noch Regina Schleheck im Gespräch mit unseren Gästen. Hallo, guten Tag. Guten Tag und willkommen heute hier in Leverkusen. Wir befinden uns in dem Restaurant Fellini. Eine sehr alte, sehr ganz wichtige historische Location für gutes Essen auf Italienisch. Und hier mit uns ist Roberto. Ciao, hallo zusammen. Roberto, schon seit langem involviert, Chef von diesem Restaurant. Kannst du uns erzählen, wann wurde das Restaurant geöffnet und seit wann bist du hier am Steuer? Das wurde 2012 eröffnet und das habe ich selbst eröffnet hier in Leverkusen. Das ist ja schön. Und es ist hier eine ganz wichtige Location geworden für die interessantes, lecker, besonders italienisch essen möchten. Das Restaurant trägt den Namen Fellini. Federico Fellini war, für die den kennen, ein sehr bekannter Regisseur in Italien. Ein Mann, der geschafft hat, das Leben, die Tradition in Italien in einen Film zu übersetzen. Wie kam diese Verbindung zwischen Restaurant und genau Fellini? Wir wollten Fellini hat was, war sehr authentisch und visionär. Der hat mit einfachen Mitteln und Laiendarstellern überwiegend, hat er tolle Filme gemacht und eben halt wirklich ohne großes, also ganz einfach und ganz schlicht, aber dafür natürlich und human. Und in dem Sinne wollten wir auch unsere Küche darstellen. Einfach, aber auch ein bisschen visionärer und und gut vor allen Dingen. Und authentisch italienisch. Ja, fällt mir gerade jetzt ein, genau die Szene von dem Film Amarcord. Il pranzo all'italiana war der Name. Genau, wo die Leute, die Familie treffen sich rund um den Tisch für das Mittagessen, für das Mahlzeit. Und dort spielen sie alle die Liebe, Vorliebe, Hass und Probleme, die hatten, die wurden praktisch fast alles auf den Tisch gelegt und die wurde darüber gestritten, diskutiert, gesprochen. Bestimmt, es ist auch hier passiert, dass Leute, die Kunden, Italien, Liebhaber, die kommen hier um Mittagessen, Abendessen und die haben sie sich hier verliebt, verlobt, verheiratet oder wie auch immer. Auch getrennt. Kannst du ein paar von solchen Beispielen erzählen? Also wir hatten Verlobungsfeiern und auch schon da, wo die Braut auf den Bräutigam gewartet hat und sehr sauer war, weil er so lange gebraucht war, aber er hatte mit mir abgesprochen, dass er einen Verlobungsring in Rotterdam besorgt oder in Antwerpen, Entschuldigung. Und ja, dann kam der Heiratsantrag, wir hatten plus eine Serenade gesungen dabei und dann war alles vorbei und alle waren glücklich.
Die Ehe hat allerdings nicht lange gehalten. Aber das hat mit italienischem Essen nicht zu tun. Nein, nein. Aber ansonsten haben wir viele Überraschungsfeiern gehabt und auch jeder Gast, der zu uns kommt, das ist immer wieder was. Ob ein klein oder ein großes Erlebnis, aber es ist immer eine Erinnerung. Ja, es gibt auch noch ein Thema, das mir eingefallen ist. Und ist die Verbindung mit dem Buch von Alessandro Baricco, mit Seide, Seta auf Italienisch. In der Szene, wo Monsieur Ouvrier in Japan wartet und nimmt teil an einer Zeremonie, als Tee serviert wird. Und in dem Moment, es wird alles gespielt. Öffentlichkeit, Liebe, eine bestimmte auch Leidenschaft zwischen die junge Dame und dem Monsieur Ouvrier. Wie ist das hier bei euch mit Kunden, die einfach eventuell hier reinkommen, nicht nur um Abendessen oder Mahlzeit zu haben, sondern vielleicht nur ein Espresso trinken oder ein Glas Prosecco? Gibt es solche Kunden oder solche Freunde? Und wie spielt das jetzt das alles ab? Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Also ich dürfte jetzt nicht nennen, wer alles hier kommt, aber auch manch Politiker, der kommt oder Sportler oder die auch wirklich nur mal eben auf ein Glas Wein oder Leute, die genau wissen, wir essen gegen 11 Uhr und gesellen sich zu uns und trinken mit uns einen Wein oder zwei oder drei und bleiben bis 2-3 Uhr morgens. Ne? Das passiert sehr, sehr häufig. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön, sowas, dass wir sowas erzählen können. Es ist sehr schön, dass wir mit dir sprechen könnten. Es ist sehr schön, dass sogar unsere Sendung hier, Lust auf Literatur, hier beim Restaurant Fellini aufgenommen werden könnte. Wir bedanken uns sehr. Und es geht weiter mit der Sendung Lust auf Literatur. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ja, langes Vorspiel zum Genuss, zur Philosophie der Ernährung. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen konkreter werden, was dich angeht, Carsten. Autor, Dramatiker steht bei Wikipedia, bist du ja auch, Journalist, geboren in Köln, aber schon lange in Hürth wohnhaft. Über das Alter reden wir nicht, aber ist 1973 ein guter Jahrgang? Nee, leider größtenteils nicht. Also es gibt so ein paar Weinbaugebiete, wo man die Weine trinken kann, aber also in der Breite gesehen hätte ich auch einen anderen Jahrgang erwischen können. Okay, aber da kannst du ja nichts für. Nee, genau. Aber es ist also wirklich bei vielen Winzern, die ich kenne, ist es so, dass die in einem miserablen Jahrgang geboren sind. Also das Schlimme ist, ich versuche manchmal Weine zu finden, die sich gut gehalten haben, um sie beim runden Geburtstag trinken zu können. Und da ist 73 dann nicht so der ideale Jahrgang. Aber ach, ich finde immer was zu trinken. Du hast ja einen enormen Ausstoß. Also ich habe natürlich dann nochmal versucht zu recherchieren, woher wir uns überhaupt kennen. Oder ne, wir kennen uns über das Syndikat, die Vereinigung der Krimi-Autoren. Aber wir haben ja auch gemeinsame Veröffentlichungen. Und dann wollte ich gucken, was wir alles gemeinsam haben. Ja. Und habe dabei gesehen, auf deiner Homepage steht da gar nichts von. Du hast, ja, oder? Ja, das stimmt. Ich habe irgendwann aufgehört, die Anthologien aufzulisten, weil das wurde irgendwie zu viel. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwo, das ist ein bisschen übersichtlich. Kannst du es abschätzen, wie viele das sind? Anthologien, vielleicht 40 so gefühlt, würde ich denken, insgesamt. Und wo wir zusammen sind, ja, da hatte ich bestimmt ein Dutzend oder so, ich weiß nicht, irgendwie, oder das sieht eher nach einem halben Dutzend aus. Ja, nee, ich kriege es auch nicht mehr hoch. Egal, also es ist ein Stapel. Ja, meine Güte. Aber ich konnte es nicht recherchieren. Ich habe nur so nach Gefühl ein paar aus dem Regal gezogen, habe gedacht, das kommt mir bekannt vor und das war es dann auch. Und da schreibst du ja auch über alles mögliche andere. Also ne, das geht ja nicht nur um... Das stimmt. Es geht nicht nur um Kulinarisches. Ja, also fast immer, aber manchmal mache ich so Ausflüge, wo dann nicht so viel gegessen und getrunken wird. Wir haben, also du bist ja auch in einem Band von mir, die Mordsmütter, da warst du einer von drei Autoren, glaube ich, männlichen Autoren. Ja. Die anderen haben sich offensichtlich nicht getraut, über Mütter zu schreiben. Da schreibst du über den Giotto-Mann, also immerhin gibt es da auch wieder einen kulinarischen Aufhänger.
Aber es geht sehr mörderisch zu. Genau, ich meine, bei meinen Kurzkrimis ist das so, dass die immer sehr, also sehr absurd sind. Ich finde immer so, dass die absurdesten Ideen, wo ich denke, für einen Roman wäre mir das zu viel, wird das, glaube ich, aus dem, was ich versuche zu erreichen, dass man schon so eine Immersion hat und so eine große Glaubwürdigkeit hat, dann bei Kurzkrimis denke ich mir, ich kann auch wirklich komplett mal richtig auf die Kacke machen. Genau, ja. Und dann genieße ich das sehr. Auf jeden Fall auch immer sehr humoristisch. Ja. Also vielleicht kommen wir da auch später noch drauf. 60 Einzeltitel ungefähr bei Wikipedia habe ich gefunden. Mhm. Davon zum Teil Sachbücher, zum Teil Spannungsliteratur oder Romane, auch das und anderes. Was liegt dir mehr? Sachbücher oder fiktionales Schreiben? Ich finde Sachbücher tatsächlich viel einfacher, weil man hat ja die Fakten vor sich liegen und man muss sie einfach auswählen dann und in eine Form bringen. Ich finde das eigentlich eher erholsam, Sachbücher zu schreiben. Echt? Aber es ist doch Schweißarbeit. Also man wird da gar nicht so in den man kommt da gar nicht so in den Sog, oder? Ja, aber ich finde, für mich ist das sehr Handwerk. Also ich glaube, da kommt dann der Journalist immer durch, der einfach gewohnt ist, auch unter Zeitdruck Texte zu schreiben, und beim kreativen Schreiben, finde ich, bin ich viel, viel mehr gefordert. Das finde ich viel anstrengender, die Welten komplett zu erschaffen und auch die wahnsinnigen Möglichkeiten, die ich habe. Ich meine, du weißt aber das ja. Aber ein Ergebnis dann nicht auch befriedigender? Ja, also ich glaube, meistens ist es so, dass tatsächlich meine belletristischen Werke mir deutlich mehr bedeuten als meine Sachbücher. Das ist, glaube ich, so. Wobei es eben auch Sachbücher gibt, die eine besondere Reise waren. Also das, was ich mit dem Nick geschrieben habe, über Jean-Marie, war eine ganz besonders wertvolle Reise auch für mich, weil ich mit dem Jean-Marie in die Normandie gereist bin, also an die Stätten seiner Jugend und so, und der einfach auch ein ganz toller Erzähler ist. Und ich hab das als sehr großes Geschenk wahrgenommen, dieses Buch schreiben zu dürfen, auch mit Nick schreiben zu dürfen, ganz neue Impulse zu kriegen. Aber es gibt auch Sachbücher, die eher Arbeit waren und wo ich versucht habe, die Arbeit sehr, sehr gut zu machen. Aber wenn man einen Roman geschrieben hat, finde ich, ist das eben, das ist ja komplett aus mir selber geschöpft. Das hat dann doch eine andere Bedeutung für mich. Ja. Du schreibst, also ein ungeheuren Ausschuss, und du schreibst ja nicht nur, sondern du bist ja auch viel unterwegs. Wie kann man sich eigentlich deinen Tagesablauf vorstellen? Kommst du gerade vom Frühstück? Weil du bist ja Nachtschreiber. Ich bin tatsächlich ein Nachtschreiber. Ich versuche immer so ein bisschen gegen das Bild des Vielschreibers anzugehen, weil ich manchmal den Eindruck habe, es bedeutet gleichzeitig auch, schreibt viel, aber das ist qualitativ, ist es eher Quantität. Aber es geht ja immer auch um die Länge von Büchern. Also es gibt Kollegen, die bringen jedes Jahr einen Roman raus, der hat 800 Seiten. Und mein neuester Roman, der Geschichtenwerke, hat 200. Und dann gibt's noch ein Sachbuch, das hat aber auch nur 200 Seiten. Und ich empfinde mich gar nicht so als extremen Vielschreiber. Ich schreibe total gerne, und manchmal gibt es dann halt einfach durch die unterschiedlichen Veröffentlichungsstrategien der Verlage, dass im kurzen Zeitraum sehr viel von mir erscheint. Aber ich habe das eigentlich über die letzten 3 Jahre geschrieben. Es erscheint aber alles in einem. Nächstes Jahr ist es zum Beispiel so, dass nur ein einziges Buch von mir erscheinen wird. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass ich jetzt dieses Jahr weniger geschrieben hätte, sondern es ist einfach ein bisschen Zufall auch dabei, ein bisschen Strategie der Verlage, dass sie sagen, das eine Buch macht in dem Programm Sinn. Zum Beispiel bei dem Rum-Krimi hat der Verlag gesagt, das ist ein Herbstthema. Ja, Rum im Frühjahr, das konnte man sich nicht so gut vorstellen. Wobei ich finde, es ist auch ein Sommerthema wegen der Cocktails, und dann wird das eben dahin geschoben. Das steckt auch ein bisschen dahinter. Also mein Alltag ist, ich möchte immer tagsüber schreiben. Ich kann journalistisch oder Sachbücher kann ich tagsüber schreiben. Das ist kein Problem, setze ich mich hin, kann ich mich relativ klar einschalten. Kreatives Schreiben, wenn ich gestört werde durch E-Mails, kommen rein, oder ein Anruf kommt rein, oder meine Lebensgefährtin kommt rein, oder meine Kinder kommen rein, oder irgendwo fällt Geschirr um, dann reißt mich das raus. Und dann wieder reinzukommen, wieder in den Text, in die Stimmung, alle Bälle, die ich in der Szene in der Hand halten muss, das ist dermaßen anstrengend, dass ich dann eher froh bin, wenn es Nacht ist, es kommen keine Mails, keine Anrufe, keiner kommt rein, außer meinen Katzen, und ich habe wirklich die Zeit für mich.
mich und dann komme ich in diesen Fluss rein, dass ich einfach mal eine längere Zeit ohne Unterbrechung arbeiten kann. Aber ich würde eigentlich lieber tagsüber arbeiten. Also wenn das gehen würde, würde ich gerne das Tageslicht sehen, häufiger. weil im Winter ist es genau wie du sagst, da schlafe ich dann teilweise bis mittags, weil ich nachts bis 3-4 Uhr geschrieben habe und dann kriege ich nicht mehr viel Sonnenlicht. Aber was du auch nicht machst, sind mal so Schreibauszeiten. Einfach abhauen irgendwo in die Walachei und nur mit dir. Mach ich schon, doch. Also zwischen den Romanen ist es meist schon so, dass ich 2-3 Monate sage, ich schreibe jetzt irgendwie gar nichts. Wobei irgendwie kommt dann eine Idee und dann macht man so ein Scribble oder schreibt auf einen Zettel. Also so ganz weg ist es nie, aber ich habe auch wirklich Zeiten, wo ich sage, ich schreibe nichts. Aber ich muss mich eher dazu zwingen, weil immer, wenn ich einen Roman beendet habe, dann möchte ich eigentlich gerne weiterschreiben, weil ich gerade so drin bin. Was mich aber halt davon ist, das Überarbeiten. Das finde ich, weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist für mich die härteste Arbeit, immer weiter an dem Text zu feilen und immer nochmal zu lesen und nochmal, und man weiß, wie wichtig das ist. Aber ich finde immer das First Draft Schreiben, das finde ich wunderbar, wo alles noch möglich ist und dann eigentlich jede Phase danach, die so essentiell ist, die finde ich sehr anstrengend und da brauche ich dann Erholung von. Plottest du denn genau? Ich plotte bei den Krimis mehr als bei den anderen Romanen. Ja. Ich habe mal versucht, tatsächlich ein komplettes Plotting zu machen und habe das wegen eines Kollegen von uns, der mich davon versuchte zu überzeugen, die Ischiardo-Methode genannt, weil der Andreas Ischiardo ein intensiver Plotter ist. Er kommt vom Drehbuch. Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen damit, dass sie diese Technik dann so lieben. Und ich habe gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert hat, weil meine Figuren irgendwann ein Eigenleben entwickelt haben, das anders war, als ich es geplant hatte und ich ihnen diesen Raum geben wollte. Ich wollte, dass sie ihre eigenen Entscheidungen fällen und dann bewegte sich der Roman eigentlich immer weiter weg vom Plotting und ich versuchte, den dahin zu schieben, weil ich dachte, ich habe das ja, und das war keine gute Idee. Das hat dann nachher dazu geführt, dass ich sehr viel Überarbeitung hatte und jetzt bin ich da ein bisschen lockerer. Also das Grobe ist immer da, auch das Finale ist klar und beim Krimi, wer sind die Täter? Aber ich lasse bewusst die lange Leine und sage, entwickelt euch bitte, ich möchte, dass ihr ein schlagendes Herz entwickelt und dann bin ich glücklich, wenn das passiert. Also bei mir ist es wirklich so eine Mischform, so komplett ohne Plan, ich weiß, auch da gibt's ja Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Letztens noch gelesen, dass Heinrich Steinfest das macht, das wäre nichts für mich. Also ich möchte schon wissen, wo die Reise enden soll. Schreibauszeit ist ja ein missverständlicher Begriff. Ich habe ihn gerade anders gemeint. Ja. Fährst du auch schon mal weg, um dann nur so zu schreiben? Ah, oh ja, das hatte ich mal vor, aber es hat nicht geklappt. Okay. Dann bin ich zu neugierig, dann bin ich sogar mal nach technische Probleme, im Mikrofon ist aufgefallen, könnt ihr kurz tauschen. Das wäre das Einfachste. Oder soll ich gemeinsam? Nee, kommuniziere das mal bitte. Ja, wir haben gerade hier technische Probleme. Carstens Mikro ist ausgefallen. Wir müssen hier gerade tauschen, damit es weitergeht. Wir waren stehen geblieben beim Plotten. Und ich kann vielleicht schon mal anschneiden, wo ich als nächstes drauf hinaus wollte. Du hast nicht nur einen enormen Ausstoß, sondern du hast ja jetzt gerade in diesem Jahr, ich glaube, der Knaller war ja schon, dass du 2 Bücher auf der Spiegel-Bestsellerliste hattest. Und das ist jetzt nochmal getoppt worden. Ich glaube, das hat noch nie irgendein Autor gehabt, dass du 3 Bücher hintereinander oder gleichzeitig, ne, hintereinander, klar sind die da erschienen, aber sie sind jetzt gleichzeitig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich nenne mal die Titel, du kannst jetzt eh nichts sagen. Das ist der Buchspazierer Pendo München 2020. Also der hält sich da schon eine ganze Weile. Das war so ein bisschen der Knaller. Ein Roman, eine Liebeserklärung an das geschriebene Wort. Dann das Buch, aus dem du ja heute hier auch noch ein bisschen was vorstellen solltest, der Geschichtenbäcker, München 22. Und direkt hinterher der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam, bei Dumont dieses Jahr gerade erschienen. Ein im Grunde ein autobiografisches Sachbuch, ja. Eine Liebeserklärung, erzählt von deinem persönlichen Scheitern als Winzer, ja. Ist aber vor allen Dingen eine Liebeserklärung an den Riesling, habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie würdest du es nennen? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich alles. Also ich glaube, das Riesling ist für mich eine der, wenn nicht die faszinierendste Rebsorte, weil sie vielleicht, weil sie die narrativste Rebsorte von allen ist. Weil sie, narrativ, das musst du jetzt erklären. Weil sie mehr erzählt als alle anderen. Also wenn man einen Riesling hat, dann erzählt er nicht nur von seiner eigenen Fruchtigkeit, das machen ja alle Rebsorten, aber er erzählt eben auch wahnsinnig viel von dem Boden,
Er erzählt wahnsinnig viel vom Klima und vom Wetter des Jahres. Also er spiegelt das und er zeigt auch die Handschrift des Winzers oder der Winzerin. Und das kann Riesling alles. Und es gibt andere Rebsorten, die können zum Beispiel Böden nicht so zeigen. Oder die Wetterschwankungen bilden die auch nicht so ab. Aber in einem Riesling kann man das alles ablesen. Und es ist auch eine Rebsorte, damit muss man nicht viel im Keller machen. Zum Beispiel Chardonnay, den ich auch sehr liebe, ist eine Rebsorte, wo man muss ein bisschen was im Keller beherrschen, um einen großen Wein daraus zu machen. Und beim Riesling ist das gar nicht nötig, der spricht schon für sich. Und ich glaube, deswegen ist das so eine Verbundenheit. Und er ist auch einfach total lecker. Aber diese besondere Fähigkeit und auch, vielleicht auch das ein Vergleich, es gibt Rebsorten, die muss man auf eine Art ausbauen. Also Cabernet Sauvignon würden, ich sag mal, 99% aller Winzer trocken ausbauen. Riesling kannst du trocken machen, feinherb, halbtrocken, süß, edelsüß. Du kannst einen Sekt daraus machen, du kannst einen einfachen Schoppenwein machen. Das geht alles und er erzählt überall seine Geschichte. Das ist eine tolle Rebsorte. Ich muss das jetzt cutten, weil ich meine, man hört es ja schon, ne? Das ist unglaublich, wie viel man über Wein lernen kann, wenn man dich hört und natürlich auch genießen kann. Wir hatten bei deiner letzten Buchvorstellung konnte man es ja auch genießen, also fantastisch. Nein, wir wollen ja zu dem Geschichtenbäcker kommen. Der Geschichtenbäcker ist ja eher ein Buch über die Kunst, sich selbst zu lieben. Auch natürlich ein kulinarisches Thema, das Brot, aber doch ein bisschen ein Ausreißer. Ich glaube, du hast bisher, so Brot war mir da noch nicht untergekommen. Natürlich Getreide, so, das ist ja nicht so weit weg von Gewissen. Das stimmt, es ist mein erster Roman über Brot. Ich hatte mal einen Kurzkrimi geschrieben, auch für eine Anthologie, und war zu einem Bäcker geschickt worden in der Eifel. Zur Bäckerei Utters und das ist ein toller Bäcker, also wer in der Eifel ist, viele kennen den da auch, malt sein Mehl selber, achtet genau drauf, was er für ein Wasser hat. Es ist da sehr, 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 sehr genau, hat sehr, sehr lange Zeiten für seine Brote, also er macht eigentlich alles richtig und er ist so ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, also der wirklich das tut, was er liebt und dann merkte ich, dass mich Brot extrem fasziniert und ich glaube auch, Brot ist so das, für mich eigentlich das Lebensmittel schlechthin. Also auch wenn man biblisch denkt, dann ist es ja Brot. Brot ist das, was immer wieder beschrieben wird, wobei Wein auch. Also Brot und Wein, da ist die Bibel ganz nah an dem, was ich auch schätze. Ich werde manchmal von Journalistenkollegen im Ausland gefragt, so, was ist denn typisch deutsch essensmäßig? Und ich habe früher immer gesagt Kartoffel, weil das war das, was mir so eingebläut worden ist. Ja. Klar, wir essen alle Kartoffeln, aber eigentlich ist es Brot. Und international gesehen haben wir so viele Brotsorten, also Wurst und Brot. Das ist was, wo Deutschland eine große kulinarische Tradition und Kultur hat. Und wir essen Brot eben morgens, wir essen es abends, wir nehmen es mit auf die Arbeit, wir nehmen es, haben es als Proviant. Brot begleitet uns unser ganzes Leben jeden Tag ständig. Das ist einfach wahnsinnig emotional aufgeladen. Die Brote, die wir als Kind gegessen haben, die wir vielleicht bekommen haben, diese Hasenbrote, die so ein bisschen durchgesuppt sind, wo man sich so drauf gefreut hat. Das ist so wichtig und ich habe gemerkt, Mensch, ich möchte über Brot erzählen, ich möchte mehr darüber wissen. Ich war dann bei einer Bäckerin, habe mit der gebacken, um das auch noch mehr zu verstehen und fand aber auch eben, dass es auch eine ganz starke erzählerische Aussagekraft hat, Brot. Also nicht nur, dass es so fundamental für Nahrung allgemein steht, sondern auch, dass es diese Verwandlung, die bei jedem Kochen, bei jedem Backen passiert, eigentlich also exemplarisch abbildet, dass wir Mehl und Wasser haben und Hefe und vielleicht ein bisschen Salz und dann wird dann Brot raus, was ganz anderes ist und trotzdem ist es dasselbe. Und deswegen merkte ich, die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist über Verwandlung und sich selber treu bleiben, sich finden, sich neu erfinden und dann war die Geschichte plötzlich da und ich merkte, das ist genau die Geschichte, die ich mit Brot erzählen muss, mit nichts anderem. Ich wollte eigentlich einen Krimi schreiben, aber das wollte Brot nicht. Also ich habe es echt versucht, aber das ging nicht. Das wollte was anderes werden. Nachdem du jetzt schon Werbung gemacht hast für den Eifelbäcker, darfst du natürlich auch den Namen der Bäckerin nennen, die dich zu diesem Buch inspiriert hat oder bei der du praktiziert hast? Ja, also wie gesagt, Utters hatte ich ja schon gesagt und das ist Brotbäckchen aus Brühl ist das. Ganz wunderbar, was sie da macht. Mein Gott, ich muss ganz vieles schon wieder überschlagen, was ich dich noch fragen wollte. Aber diese Lebensphilosophie, da sind wir jetzt schon drauf gekommen, es geht vor allen Dingen ja auch um Zeit. Zeit, die man sich nehmen muss. Total wichtig. Ja, also ich glaube auch, dass auch das, wer kocht,
Der kommt um das Thema, was jetzt so trendy ist, Achtsamkeit, gar nicht drumherum. Also das ist das eine. Und wer gut kochen will, der kann einige Sachen nicht beschleunigen. Und industrielles Essen ist ja sehr, oder Nahrungsproduktion ist sehr häufig eine Beschleunigung, weil Zeit Geld kostet. Aber es geht eben eigentlich immer zu Lasten der Qualität. Und das merkt man eben, wenn man selber ein Brot backt, selber eine Teigführung macht, selber Pasta macht und oder selber ein Schmorgericht macht und so. Und dann merkt man das. Und das, ich finde, es ist auch wahnsinnig entschleunigend, also sich darauf einzulassen. Deswegen ist es auch gerade heute ein Geschenk zu sagen, ich koche und backe selber. Haben ja ganz, ganz viele im Lockdown angefangen. Und ich war ja damals so baff, dass es plötzlich keine Hefe und kein Mehl mehr gab. Es gab ja Brot, das war ja das Irre daran, dass die Leute aber plötzlich selber... Klopapier und Hefe. Klopapier und Hefe, ne? Also das sagt viel über uns Deutsche aus, glaube ich. Beides sagt viel aus. Und beim Schreiben des Buchs ist mir klar geworden, dass wir diese Sicherheit brauchten, wir können zu Hause Brot backen. Also draußen mag die Welt untergehen und wir kommen nicht mehr raus, aber wir haben alles zu Hause da und das gibt uns so eine Sicherheit. Und das Klopapier gibt uns die Sicherheit in einem anderen Bereich auch. Ich war immer neidisch auf die Franzosen, die Wein gekauft haben wie die Irren. Dachte ich ja, vielleicht wäre das besser, wenn ich jetzt in dem Fall da gewesen wäre. Aber ja, ich glaube, Brot ist einfach, dann wissen wir, das haben wir. Wir haben Wasser aus der Leitung und wir haben Brot. Was soll passieren? Die Protagonisten in deinem Buch sind eine Ballerina und ein Bäcker. Ich kann mir kaum was Gegensätzlicheres vorstellen. Was verbindet die beiden? Ich glaube, das fragen sie sich am Anfang auch. Also sie verbindet, dass sie beide einen Schicksalsschlag erleben mussten, unterschiedlicher Art, aber der beide dazu gezwungen hat, sich zu hinterfragen, sich neu zu erfinden, einen Weg zu finden. Und was Backen und Tanzen verbindet, ist tatsächlich auch die Bewegung. Also das war ja, wer das zu Hause macht und knetet und man fällt eigentlich automatisch in Rhythmus rein und plötzlich merkt man, dass Backen eigentlich eine Art von Tanz ist. Größtenteils mit den Händen, aber man holt die Kraft aus dem ganzen Körper raus und so. Und da ist einfach in dieser Körperlichkeit eine ganz, ganz große Verbindung und auch in der Sinnlichkeit. Also man ist ja doch sehr in Kontakt. Ich finde, Backen ist so das Sinnlichste, was man im Bereich Kochen, Backen machen kann. Also finde ich... auch wie so ein Teig aufgeht, das hat ja was sinnlich Schönes. Ich finde das toll. Also. Ich finde, es hat was sinnlich Schönes, dir zuzuhören. Aber ich würde mir jetzt sehr wünschen, dass du einfach mal ins Buch springst und alle mitgenießen lässt. Dann würde ich also die Szene vorlesen, wo die Sophie erstmalig den Bäcker trifft, den Giacomo. Also sie kann nicht mehr tanzen, weil sie eine Verletzung hat und aus unterschiedlichen Gründen landet sie für einen Aushilfsjob in der Bäckerei, den sie eigentlich gar nicht machen möchte. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Ich habe dann gesagt, die Kamera, dann gucke ich da mal rein. Wo wollte ich einsteigen? Genau, da. Der Bäcker zog gerade ein Blech Brötchen aus dem Ofen. Er mochte Anfang 50 sein und man sah ihm an, dass er körperlich arbeitete. Seine Arme und Hände wirkten kraftvoll, auch wenn er kein klassisches Muskelpaket war. Er war etwas größer als Florian und mit seiner südländischen Art nicht unattraktiv. Auf seinem tiefdunklen Haar trug er eine Baskenmütze. Deswegen begrüßte ihn Sophie mit »Bonjour, ich bin Sophie Eichner und wegen der Stelle hier.« Der Bäcker nickte zur Antwort kurz, schob das Blech in ein großes fahrbares Metallgestell und betrachtete die Brötchen darauf genau. Sah nochmals zu Sophie und griff dann gezielt eines, das sich am äußersten linken Rand befand, mit etwas dunklerer Kruste. Es hatte zu viel Temperatur abbekommen. Er reichte es ihr. »Probieren.« »Aber ich hab gar keinen.« »Probieren.« »Es ist noch ganz heiß.« Sophie wechselte es von einer Hand in die andere, damit die Hitze nicht unerträglich wurde. Der Bäcker sah sie erwartungsvoll an. Sophie hatte seit vielen Jahren weder Brot noch Brötchen gegessen. Kohlenhydrate, weißes Mehl, nichts für den Körper einer Tänzerin. Aber da der Bäcker sie immer noch erwartungsvoll anschaute, brach sie schnell etwas vom heißen Backwerk ab. Die warme Kruste steckte sie sich rasch in den Mund, in der Absicht, sie umgehend herunterzuschlucken und diesen albernen Moment hinter sich zu bringen. Doch dann konnte sie nicht anders, als zu kauen. Plötzlich war da ein Geschmack, der sie
auf eine besondere Art berührte. So als wäre dieses Brötchen nur für sie gebacken worden, was natürlich völliger Blödsinn war. Muss ich auch das Innere essen? Fragte Sophie. Der Bäcker schüttelte den Kopf. Jetzt einen Teig kneten. Merkwürdigerweise besaß er trotz der Baskenmütze keinen französischen Akzent, sondern einen italienischen. Sophie legte das Brötchen auf einen großen Mehlsack ab. Aber ich bin für die Stelle im Verkauf hier. Wo stand, dass ich jemanden für den Verkauf suche? Nirgendwo. Er zeigte auf den großen, mit Mehl bestreuten Metalltisch in der Mitte der Backstube und holte aus einem Plastikeimer eine große Teigkugel, die er darauf platzierte. Kneten. Sophie kochte und backte überhaupt nicht. Ihr Leben hatte größtenteils aus Rohkost und Eiweiß bestanden. Ich wollte im Verkauf, den macht Elsa. Er zeigte mit beiden Händen auf die Teigkugel, als wäre sie Teil eines Zaubertricks. Ich weiß nicht, wie man knetet. Das ist egal. Wenn Sie zuhören können, sagt der Teig es Ihnen. Sophie stand der Mund offen. War das ein normales Einstellungsgespräch? Und war dieser Mann überhaupt ein normaler Bäcker? Er strich jetzt über den Teig ganz zärtlich, als wollte er ihn beruhigen wegen dem, was ihm bevorstand, dass Sophies Hände ihn grob kneteten. Und dann blickte er wieder zu ihr hoch. Ist ein guter Teig. Sophie sah zur Hintertür, sie könnte einfach da rausgehen und der Spuk hätte ein Ende. Dem Arbeitsamt würde sie melden, dass das Bewerbungsgespräch schlecht gelaufen war. Das müsste doch funktionieren, oder? Sie machte einen Schritt zum Ausgang. Entschuldigen Sie, das hier ist ein großes Missverständnis. Der Teig wartet, unterbrach der Bäcker sie und wandte sich wieder zum Ofen, aus dem er ein weiteres Blech zog. Sophie blickte den Teig an, der wartete. Es kam ihr vor, als müsste sie ihn jetzt kneten, wollte sie ihm kein Leid antun. Das war doch völlig absurd. Aber der Bäcker war mit anderem beschäftigt und der Teig wartete immer noch. Sie trat an die Arbeitsplatte. Ehering ablegen, dann Hände waschen, sagte der Bäcker, ohne sie anzusehen. Und gut abspülen, sonst schmeckt der Teig nach Seife. Das mag er nicht. Wenn sie ein Teig wäre, würde sie das auch nicht mögen, dachte Sophie. Okay, sie würde das hier jetzt durchziehen, schnell diesen Teig kneten, sich dabei möglichst dumm anstellen, was ihr keine Mühe bereiten sollte, und zack wäre das Bewerbungsgespräch zu Ende. Dann hätte sie sich sogar ganz offiziell bemüht. Das Arbeitsamt würde sie dadurch sicher länger in Ruhe lassen. Es war merkwürdig, den Ehering abzustreifen, aber auf eine gewisse Art befreiend, als wäre sie mit ihm auch all die Unstimmigkeiten mit Florian los. Nachdem Sophie sich die Hände gewaschen und lange abgespült hatte, trat sie wieder an den Tisch. Sie atmete einmal tief durch, dann berührte sie zögerlich den Teig. Er fühlte sich wirklich gut an, so fluffig. Als sie ihre Finger tiefer darin vergrub, gab er gutwillig nach und klebte auch nicht. Sie setzte die Handballen ein, um ihn flacher auf die Arbeitsplatte herunterzudrücken. Das hatte sie mal in einer Fernsehsendung mitbekommen, aber ob das richtig war, das wusste sie nicht. Der Teig sagte ihr nämlich gar nichts. Also knetete sie ihn so, wie sie meinte und wie es sich gut anfühlte. Für einen Moment vergaß sie sogar die ganze merkwürdige Situation und dachte an gar nichts. Das tat gut. Sie erschrak ein wenig, als der Bäcker plötzlich neben ihr stand. Jetzt ist's genug, sonst knetet man zu viel Luft raus. Tut mir leid, ich hab Ihnen ja gesagt, dass ich's nicht kann. Der Bäcker formte den Teig geschwind zu einer Rolle. Sie können bei mir anfangen. Was? Aber ich hab doch keine Ahnung. Sie haben viel Rhythmus. Das mag der Teig. Sophie starrte ihn an. Wissen Sie etwa, wer ich bin? Der Bäcker lächelte gutmütig. Meine neue Aushilfe. Wir fangen morgens um 4 Uhr an. Feierabend ist um 11. Er trat wieder zum Ofen. Sie können sich ein paar Brötchen mit nach Hause nehmen. Arrivederci. Der Dackel öffnete müde die Augen, blickte Sophie an und legte kurz den Kopf schief. Er schien zufrieden mit dem, was er sah, denn er schloss die Augen wieder und drehte sich träge so auf die Seite, dass er nun mit dem Bauch am Ofen lag. Sophie beschloss, im Internet nachzuschauen, wie viele Tage sie mindestens bleiben musste, um langfristig Geld vom Amt zu bekommen. Bestimmt wären nicht mehr als 3 nötig. Wann soll ich denn anfangen? Zum Monatsersten? Morgen,
antwortete der Bäcker. Denn morgen ist immer der beste Tag. Und so treffen wir uns. Was das Publikum nicht mitbekommen konnte, ist, dass Carsten wirklich magisch liest, denn hier sind in der Zeit Gerüche entstanden, Gerüche von Pizzateig, das der im Ristorante Fellini gerade vorbereitet wird. Wir haben leider schon viel zu viel Zeit. Zu viel kann es gar nicht sein. Wir können uns ja darauf freuen, dass wir uns gleich noch bei einem ausgedehnten Essen länger darüber unterhalten können. Ja, vor schön. Allen Dingen werde ich von dir noch etwas erfragen, was ich gerne hier auch öffentlich gefragt hätte. Was ist eigentlich das Rezept für einen Bestseller? Aber das behalten wir dann für uns. Ich übergebe stattdessen an Mike Schurkus, der die Abmoderation übernimmt. Ich danke dir, Regina. Ja, und vor allen Dingen bedanke ich mich natürlich nochmal, auch im Namen des ganzen Teams und unserer Gäste, dass wir hier im Fellini sein durften. Und das Fellini hat natürlich auch ein bisschen für Atmosphäre gesorgt mit den Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, das hat euch bei der Übertragung nicht allzu sehr gestört. Nochmal einen schönen Dank an unsere Gäste Carsten Henn und Nikolai Wojtko. Ich kann euch herzlich einladen, auf deren Homepage zu gehen. Die Links findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage. Und dort nach den Veröffentlichungen und auch nach den Blogbeiträgen zu schauen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, was man da alles über das Leben und das Essen erfährt. Es bleibt mir dann noch bei der aufgeschlagenen Forderung, mich zu bedanken, die diese Sendung unterstützt hat. Und natürlich auch noch auf die nächste Sendung hinzuweisen. Und das ist dann unsere 10. Sendung schon. Ich kann es gar nicht glauben. Also die 10. Sendung Lust auf Literatur. Und die wird ausgestrahlt am 15. Oktober. Und unser Thema wird sein, wie der Klimawandel in der Literatur repräsentiert wird. Unsere Gäste werden sein Doris Conradi mit ihrem neuen Roman Aber die Insel und Thomas Geseller unter anderem mit seinen lyrischen Texten. Und da ich ja unsere Sendung immer mit einem Zitat beende, habe ich mir heute eins ausgesucht, das mir so kam, als ich in Carstens Buch von diesem Bäcker gelesen habe. Der hat mich nämlich an eine Filmfigur erinnert und da ist nochmal die Verbindung zu Nick. Und dieses Zitat lautet, Zeit zu essen für den Jedi-Meister es ist. Ihr könnt selber raten, aus welchem Film dieses Zitat ist. Ich wünsche euch einen guten Abend, einen guten Sommer und ich hoffe, dass wir uns an dieser Stelle wiedersehen. Ihr könnt die Sendung auch nochmal bei YouTube nachschauen. Vielen Dank. Ciao. Ja, schön. Prost.